Hast du gewusst, dass du dich tatsächlich um ganze 2 Oktaven verstimmen kannst täglich? Jetzt wird der eine oder andere vielleicht sagen, wieso Oktaven verstimmen? Ich bin ja kein Musikstück, ne? Oder ein Musikinstrument. Aber ja, das bist du. Das bist du tatsächlich. Du hast alle Töne in dir versammelt und deine Laune, deine Stimmung, dein Ruheton, dein Lebensrhythmus formen dein ganz persönliches Musikstück. Ja? Und so wie ein Musikstück von Höhen und Tiefen lebt, ein Musikstück wird in die Disharmonie geführt, damit es dann in der Harmonie wieder auflösen kann und ein ganz ein wunderbares Hörerlebnis wird. Ne? Und genau so kannst du ein ganz ein wunderbares Hörerlebnis sein, wenn du deinen Ruheton kennst, deinen Entspannungston oder auch Grundton, wie wir in der Nada Brahma Lehre sagen. Wenn du den kennst, dann kannst du dich ganz selbst ja, bestimmen, einstimmen auf dein perfektes Musikstück, das dich trägt wie ein Fels in der Brandung, dich stützt und auch natürlich massiven Einfluss auf deine Stimme hat. Wenn du deinen Ruheton kennst, dann wirkt sich das natürlich auch auf deine Stimme aus, denn deine Stimme ist der Frequenzträger. Ne? Also, lies noch ein bisschen im Text, da schreibe ich dir noch ein bisschen was zusammen, kurz und bündig, und stimmungsvolle Grüße von mir zu dir. Baba, das war's von der Silvia.